Hallo, willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Und mir ist bei der Meditation mit der Kerze und der Theatermaske eine Sache aufgefallen. Was die Sprüche genau? Unserer Katze könnten genauso gut auch im Poesiealbum eines jungen Mädchens stehen. Zum Beispiel einer jungen Alice. Naja, nun, und Katze, die Katze ist einfach die, die aus dem Fenster gesprungen ist und uns den Weg nach vielleicht. Draußen. Vielleicht. Was haben wir denn da? Was ist das? Eine Raupe in die Richtung. Ach, Raupe in die Richtung. Diesem das Schild... Ding kommt schon hunderte Male und wir ja, sind immer diesem noch Schild folgen wir jetzt schon so lange. Das mobbt uns richtig. Ebenso. Warte, da geht's rüber. Ameisen und ein Totenschädel. Und da ist ein Zahn, da ist ein fliegendes Schwein. Stopp! Wolltest du rechts den Zahn nicht auch noch ja, haben? Gut. Einen Moment. Dieses Schwein hatte gedacht, dass es hinter dem Käfig in Sicherheit sei. Ja, jetzt geh aber erstmal nochmal zurück. Sie lernen. Da sind noch Zähne. Zähne. Okay, und ich glaube, da kommen Bogenschützen. Was ist eigentlich... Ach, das Schwein hat da... Genau, das hat da... diesen Raum ausgelöst. Uiuiui. Uiuiui. Oh, okay. Ein Mr. Wirbel. Gegen den Daimyo kann ich... Oh! Oh. Autsch. Ah, ja, ja, ja. Der ging daneben. Oh mein Gott. Aber können wir vom Daimyo ein bisschen flüchten? Oder kommt er überall hin? Oh. Das war die falsche Fernkampfwaffe. Der fällt nicht auf Häschen rein, nur die Bogenschützen. Ja, aber es ist schon wesentlich angenehmer, wenn ich mich nicht um die Bogenschützen und ihre Pfeile kümmern muss. Denk an, der rechte von beiden ist verletzt. Schön, der ist hin. Oh Gott. Autsch, warum macht es das? Weiß nicht, was ist das für ein Kampf? Mir fällt da gerade eine Sache ein. Ja, das habe ich dich ja gefragt, vorhin schon. Ob wir nicht einfach ein bisschen vorm Daimyo flüchten können. Okay, das ging gut. Das ist tatsächlich möglich. Die können zwar unsere Fernkampfwaffen parieren und dem Tee weichen die sehr schnell aus. Ich demonstriere. Ich sagte, dem Tee weichen sie schnell aus und dann das. Moment. Oh, Charge. Nochmal. Uiuiui. Da ist ein Zahn. Gib den oh. Zahn. Warum hast du diese Feststelltaste? Einen Moment. Nein, da ist ein Zahn runtergefallen, oder? Sah das nur so aus? Nein, ich glaube, das sah nicht nur so aus. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Zahn sich verabschiedet. Aua. Weg vom Daimyo. Hat der Pferdehammer dem gerade einen übergebraten? Ja. Warum? Weg. Ah ja. Nein, das war mein Fehler. Natürlich war das... Och, warum habe ich den Tell nicht gesehen? Das war offensichtlich. Ich weiß nicht, deine Reaktion ist gerade ein wenig... miserabel. Na also. Weg. Okay, das war nicht schlecht.
Weißt du, jetzt sieht er gar nicht mal mehr so stark aus. Ah! Aber der ist noch stark. Ja. Oh, Gott sei Dank. Das Viech ist hin. Die Tür die geht Typen auf. Sind heftig. Aber da oben links. Je war nachdem, noch was. Abhängig von meiner Tagesform, kann ich sie recht. Was ist das? Das war deine Tagesform. Ja, meine Tagesform ist gerade etwas lässig. Ja, so lässig, dass ich mit dem Hinterkopf schon am Fußboden hänge. Ja. Oh nein. Igitt, igitt, igitt. Was tut man nicht alles für ein doofes Geheimnis? Lüften wir das Geheimnis? Ah, schön. Eine Statue. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Nun, lebendige Kunst hat das Problem, dass sie wegrennt. Ich glaube, es geht dabei um diese... Schmetterlinge? Genau, Schmetterlingssammlung, die... Stopp, da ist noch ein Beutel. ...ebenfalls in dieser Zeit recht beliebt waren. So wie das Sammeln von Briefmarken, das später kam. Oder zu etwa derselben Zeit. Na gut, das hat wenigstens nichts umgebracht. Doch, alle die Bäume, die für das Papier sterben mussten. Warum ist das ein Glibber? Ich weiß es nicht. Noch irgendein Geheimnis, was wir übersehen? Ich denke, dass das da alles war. Soll ich nochmal da hochgehen? Schau einfach mal, ja. Außerdem ist das wieder Püppchen-Glibber. Ich hasse Püppchen. Aus dem Glibber bestehen die Püppchen. Ja. Aber diese Statuen sind, glaube ich, aus Porzellan. Ich könnte es ja mal überprüfen. Es hat geklirrt. Es hat geklirrt, es hörte sich wie Porzellan an. Aber gutes Porzellan. Es hat keinen Kratzer bekommen. Das könnte vielleicht an Nanolack liegen. Nanolack. Ja, wenn es sowas gibt, dann in Alice. Nun, es gibt auch echten Nanolack, der sehr wenig Kratzer davon trägt. Ich denke, das war's in diesem Raum. Welch ein Kampf eben mit den Bogenschützen und Samurai und... Guck mal, eine Rutsche. Und wo führt sie hin? In ein Gemälde. Mal wieder. Dann gehen wir hinein. Ich glaube, die ungefähre Form des Gemäldes sehen wir da schon. Ja, nur in Miniatur. Alice tritt in das Gemälde hinein und wird Teil der epischen Erzählung. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Also, ich habe so eine Prognose, wie dieser Kampf ausgeht. Ah. Das war sogar noch besser, wenn Stacheln kaputt gemacht werden. Pass nur auf, dass du da... Ach so, okay. Ich habe nichts gesagt. Oh, das sind Stacheln nach unten. Ja, yep. Das hätte auch schief gehen können. Aber das lief souverän. Mal sehen, wie lange noch. Da unten war ja der Pfirsich. Flieg dahin. Oh, geht auch so. Springen? Was sind das für krüppelige Sprünge? Wow. So schwierig war das doch gar nicht. Alice zieht an dem Ding. Ah, okay. Dann macht das Sinn. Das ist recht entspannt bisher. Ja, im Gegensatz zu den anderen auf jeden Fall. Fragt sich, wie lange. Ah, okay. Nein, Stacheln. Dieser Fail. Egal. Betrachten Sie diesen Fail eingehend. Fail, glaube ich.
Nein, ich habe, glaube ich, schon häufiger gefailt, aber das war... Hix. Okay, wunderbar. Hix? Nur für den Fall, dass die... Der Fall ist auf jeden Fall eingetroffen. Oh. Da ist ein Pfirsich. Ich habe gerade Y, dann X und dann C gedrückt. Nein. Nein. Oh mein Gott, das war natürlich... Darfst du noch mal machen? Okay, so schwer war dieses untere Wölkchen ja nicht. Nein, das hat nur ein bisschen lange gedauert. Einmal klein machen. Und einmal da drauf. Und dann sind wir schon beim oberen Wölkchen. Wie kann man sich an einer Wolke den Kopf stoßen? Das ist nur Wasserdampf. Bist du sicher? Es könnten auch Tabakwolken der Raupe sein. Oder ist es Papier? Ja, okay. Aber wann ist das letzte Mal als... Autsch. Das letzte Mal, an dem du dich an Papier den Kopf gestoßen hast? Naja, man kann sich ordentlich an Papier schneiden, das weißt du auch. Hix. Diese Wolke war ein Verräter. Aber den Zahn habe ich trotzdem bekommen. Okay, das wird interessant. Oh, das war knapp. Aber was ist mit dem Ding da unten? Oh, was zum? Haha, mein Pfirsich. Oh, irgendwie kommt einem das Level aber auch 10-mal größer vor als... Nein! Aber wir sind schon bei 410. Das ist cool. Hab ich gar nicht Mach dich klein. Oh. Nein, das war schlecht. Was macht die Wolke jetzt ohne mich? Ich resette mal. Ernsthaft? Wie, was, wo sind wir denn jetzt wieder? Hier haben wir noch alles weggesammelt. Hier ist diese... Dann hör jetzt auf, da runter zu fallen. Nein, mach das nicht. Das brauchst du doch gar nicht, oder? Du kannst auf so einem Kopf landen? Nein? Nein, stattdessen lande ich an einem Feuerball, der in der Wand hängt. Ja. Logik. Außerdem kommt die Wolke mit der Zeit wieder runter. Okay. Die ist wohl nicht die schnellste. Na, endlich. Endlich, geschafft. Ups. Ach Gott, und sei Dank, das war sowieso das Ende des Rätsels. Zum Glück. Hast du dich verirrt? Könnt ihr schrumpfen? Neue Wege weisen. Bitte, Raupe. Ich finde das Asia-Level eigentlich total schön, aber so langsam könnte wirklich mal eine Raupe... So langsam, glaube ich, sind wir an der Spitze. Unsichtbare Schweinchen vielleicht? Nein? Vielleicht? Geheimnis? Wäre eigentlich ganz nett, so ein Schweinchen. Uns fehlt auch noch ein Radula. Jetzt, wo du es sagst, tut es tatsächlich. Nein, nicht darunter töten. Nicht darunter töten? Du weißt, was ich meine. Nicht Alice töten? Ja.
Irgendwo hier muss doch ein Radula sein. Kann doch nicht sein, dass wir wirklich eins verpasst haben. Ich hätte eine Idee. Wenn wir die Raupe treffen, müsste das ja nicht automatisch das Ende von Akt 3 sein, oder? Schau dich trotzdem um. Genau. Irgendwo ein Schlüsselloch? Nein. Ich fürchte, erstmal zur Raupe. Na gut, wir riskieren's und gehen endlich zum Raupi. Das hat auch ewig gedauert. Im letzten Teil war die Raupe nicht sonderlich sympathisch. Vielleicht ist sie es jetzt. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Was zum? Ja, sie gestattet einem Dr. Bambi, ihr zu sagen, ihr Wunderland hätte so auszusehen. Ach, da ist die Raupe, ja. Auf dem Weg zu etwas Schmetterlingartigem? Ich denke, man kann nicht ewig eine Raupe bleiben. Sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Okay, vielleicht ist hier das letzte Radula. Das ist, genau das hatte ich auch überlegt. Wir sind hier in einer unterirdischen Höhle, die bröselt. Mhm. Oder das Ende von Akt 3, aber dann müsste ich wirklich fragen, wo ist die letzte Schnecke? Ach, wie schön. Da fliegt der Schmetterling davon. Ich denke, dass... Hey, du da. Das reicht jetzt. Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst. Aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und... Wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatscht den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutekel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konntest du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das erste können er gerne haben. Das andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Okay. Alice hat wohl... Ja, erklär's mir, ich bin verwirrt. Wir erinnern uns an die Sache mit dem, war das nun ein Zuhälter? Es sieht wohl so aus. Mit der Nanny? Nun... Ja.
Alice hat wohl geholfen, den Ding festzumachen. Als er Alice sah, hat er seine Fassade fallen lassen. Und damit konnte er wohl geschnappt werden. Es sind auch einige fiese Wörter gefallen, die jetzt hier keiner gehört hat. Ja. Weiter geht's. Außerdem scheint Alice inzwischen mehr oder weniger Stammgast. Ich hab meinen freien Tag. Was war's diesmal? Exhibitionismus. Illegaler Hahnkampf. Gossensprache. Hier unterschreiben, wenn's geht. Okay. Ja, lass uns weiter. Die Polizei kümmert sich um Angelegenheiten der Stadt. Unser Kätzchen. Alice, geht es uns gut? Es geht wieder Richtung Wunderland. Ich seh's. Ich glaub nicht in die Richtung. Ja, ich auch nicht. Wir sind in einer Art Kerker. Oh oh. Eine Art Herz und Innereien? Ah. Ja. Dein Lieblingspart beginnt. Falls du dich noch an den ersten Teil erinnerst. Oh je. Ich weiß. Königin. Na los, Alice. Fall wieder ins Wunderland oder werd reingezogen. Und wir fliegen. Das Kleid wird wieder zum gewöhnten Kleid. Das Standardkleid. Hiermit ist Alice für alle Gelegenheiten passend eingekleidet. Und wir stehen auf einem Kartenhaufen. Wie passend. Mitten in der Luft. Karten fliegen hier wie Vogelschwärme durch die Gegend. Ich glaube, in dieser friedlichen Szenerie machen wir eine kurze Pause. Und danach kümmern wir uns um den Verbleib der Herzkönigin. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin.